Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enderal, immer noch halb blind. Ich stehe schon vor dem Gasthaus zur betrunkenen Biene, wo wir den guten alten Jesper treffen wollten. Da es keine Kopfgeldaufträge mehr gibt, die sind alle abgearbeitet, werde ich jetzt direkt mit der Hauptquest weitermachen. Ich weiß nicht, ob die Schädelquest noch offen, aber die wollte ich mir für später aufheben und jetzt direkt weitermachen. Was? Kaum zu übersehen, der gute Was Mann. wollt ihr? Ich setze mich am besten mal daneben. Spreche ihn an. Ah, das schöne Fräulein kenne ich doch. Einen Schluck Wein? Tja. Gerne, danke, würde ich mal sagen, weil scheiß auf Fieber, ne? Bitte. Bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Was ist denn ein Myrade? Ach richtig, du stammst ja aus Nerin. Hier in Enderal wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Enderal verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihren Myraden von A nach B befördern. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Ich würde sagen, wir gehen direkt natürlich. Je früher ich dieses Fieber los bin, desto besser. Wunderbar. Dann lass uns losgehen, solange es noch dunkel ist. Das bedeutet weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Ah, und eines noch. Bislang wirkst du auf mich eher wie der schurkische Typ. In Sachen Kampf, meine. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Ich schätze schon. Wusste ich's doch. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Ja. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Schleichen, Einhandkampf, Pferdkampf, echte Rüstung. Ja, das weiß ich alles schon mit den Büchern. Ich habe die ja schon vorher benutzt. Naja. Die sind nicht alle nützlich, aber ich kann sie zur Not verkaufen. Was sind das für Bücher? Jetzt kommt eine lustige Antwort. Der Arasealer in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin. Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Danke. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. So. Jesper folgt euch jetzt. Das ist seltsam, weil eigentlich sollte ich ihm doch folgen, oder nicht? Eine Partie? Doch. Vergiss es. Ich spiele heute kein Würfelspiel gegen dich, Junge. Ach ja. Jesper, läufst du mir wirklich hinterher? Komm her. Komm, du bist doch fein. Na gut, dann gehen wir halt darum. Meine Güte. Hallo, junge Dame. Ach nee, das ist ja die Alte. Ne? Ich finde Jesper übrigens spätestens ab diesem Punkt verdammt sympathisch. Ganz ehrlich. Ich dachte mir zuerst beim einem ersten Durchgang... Ach, na... Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann, aber da hat er mir ein Getränk ausgegeben und ich dachte mir, oh, ne? Leute, warum nicht? Ist doch nett. Will doch nur nett sein. Ich wette, viele von euch wollen eigentlich auch nur nett sein. Ich habe mich verlaufen. Ja, ich habe mich verlaufen. Erstmal, wo geht's lang? Also einfach mal ein ausgeben. Und dann hat sich die ganze Sache auch schon. Mal was zum Gruß? Ich glaube hier, ja genau. Das sieht gut aus, das sieht richtig aus. Den Weg nämlich kenne ich immer noch nicht und ich hasse es, dass er nachts losgehen will. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange.
Take your time. Wörtlich übersetzt, Leute, das geht nicht. Komm, Jesper. Hier geht's lang. Kommst du? Seid willkommen, ihr frohen Zecher. Kommt heran und leert die Becher. 15 Mal soll es geschehen. Wir fangen an zu zählen. Einmal für eure Leben. Zweimal für des Paters Segen. Dreimal für des... Bauern, die sonst auf dem Land versauern, Händler, Schmied und auch der Wart sind sich heute für nicht zu schade. Komm her, Jesper. Ich bin falsch gewesen. Aber wo geht's denn dann lang? Jesper? Nee, Tor, ich kann dich nicht fragen, wo es lang geht. Ich hasse es, nachts zu gehen. Ich hasse es wirklich. Ich schweige jetzt einfach mal. Viel zu groß ausgeschildert. Das sieht man doch überhaupt nicht. Sorry. Ich war einfach blind. Vielleicht bin ich einfach nur zu müde oder so. Ja, das sieht richtig aus und du bockst immer noch rum. Ja, sag mal, muss ich dich erst ansprechen? Zu den lebenden Toten, den wilden Vatyren und den wahnsinnig werdenden Menschen, meinst du? Ah, dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Einmal für den kleinen Jesper, zweimal für die große Jola, dreimal für den kleinen Vater, der jetzt auch nicht fordern kann. Dumm, die 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 dumm. Kommt herbei und hebt die Becher, auch wenn's geht um letzten Häscher. Häscher ist die Währung hier, neben all den Groschen und dem Bier. Vergiss es, da ist kein echter Bär. Das hat mich beim ersten Mal total erschreckt, aber ne, das ist kein Bär. Hab's du immer noch? Jesper, kannst du mir einen Gefallen tun und kommen? Mhm. Moment mal, das ist ja wirklich ein Bär. Oh, upsala. Außerdem Erfahrungspunkte weggeschnappt, der Arsch. Kommst du da wieder raus, Jesper? Ey, cool. Ich glaube, da kommt er sogar für 3, wenn er sich an Steinen aufhängt. Yep. Ziemlich klar. Komm her. Ah, da bist du ja. Du riechst mir sehr nah auf den Pelz, Kleiner. Willkommen zurück in der Welt der Cheatenden. Meine Fresse. Jetzt bist du wieder normal. Ey, danke, Jesper. Ja, danke. Das weiß ich zu schätzen. Nicht. Naja, wobei. Hoch oder runter? Ich glaube hoch. Und jetzt singen wir noch mal was vor, Jesper, ja?
nicht richtig gelaufen? Ich glaube, ja. Jesper, du bist noch da und du magst es mir sehr nahe zu kommen. Vielleicht ein bisschen näher, als mir lieb ist. Das kommt mir bekannt vor. Da lang weiter oder da? Mal sehen. Ganz klar. Oh, 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 Elch, Elch, Elch. Oder Hirsch? Egal. Tier mit Geweih. Und Wolf. Wie passend. Das jag ich zuerst. Ah, ich jag erst das, was mir. Ja. Ja. Erstmal das Fell abziehen. Ich bin jetzt was leicht. Willst du mir irgendwas damit sagen, Jesper? Zum Beispiel, dass ich einen Geflügelfleisch essen soll? Das ist eine sehr gute Idee von dir. Weißt du, Jesper, ich fand dich ja am Anfang creepy, ne? Ja, dass du jetzt allein mit mir im Dunkeln durch einen Wald gehen willst, mit der Ausrede, dass wir dann noch weniger Banditen treffen. Das finde ich super, ne? Man kann dir voll vertrauen. Blind. Jesper, blind. Vor allem, es trifft ja auch auf jeden Fall zu, was du gesagt hast. Die da gehen zum Beispiel überhaupt nicht auf uns los, nur weil wir gerade mal hier sind. Das wäre jetzt auch überhaupt nicht so, dass sie nachts schlafen, vielleicht mal schlafen könnten. Nein, natürlich nicht. Wobei, ich glaube, es ist sogar so, wenn man hier tagsüber vorbeigeht, trifft man hier genau die gleiche Anzahl an Banditen. Ah, danke, dass du die Arbeit übernimmst. Ich suche mal die Hütte hier. Ja, das war schon alles. Wer hat denn nicht raus? Haben die irgendwas Interessantes dabei? Das ist ja auch so was eingesammelt. Ein Geroschen. Das hier. Ich bin so kurz davor, mich einfach hier hinzulegen. Schlafen. Das wäre ja mal was, oder? Kann ich verkaufen. Wie subtil wir fast vor allem gemacht haben. Also, wir werden auch gleich noch einen ganzen Turm mit Banditen treffen. Und da kann Jesper mal eben schnell zeigen, was für ein toller Begleiter er doch ist und wie wenig er im Weg steht. Wenn man mal davon absieht, dass er ständig irgendwo hängen bleibt. Ne Katze, komm her, Katze. Ja, du bist eine feine Katze. Soll ich dich kraulen? Willst du ein Leckerchen? Lieber mal speichern, bevor er sich wieder aufhängt. Und wieso singst du nicht noch ein Lied? Das wäre doch schön. Das fände ich toll, wenn du das machen würdest. Und mit den Schritten noch zu urteilen, bist du auch noch hinter mir. Oh, es wird kalt. Okay. Warte kurz. Danke. Gut, du funktionierst noch. Ich dachte schon, ich müsste neu laden. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Ich sehe nichts. Hier war früher mal ein Handelsposten. Aber seit der Abschottung ist er verlassen. Was ist die Abschottung? Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Enderal auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Enderal nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt.
und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Ja, so wie ich zum Beispiel. Interessant. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Okay, Jesper. Hat er mich gerade dazu aufgefordert, die Hütte, die da hinten steht, auseinanderzunehmen? Weil, ach was soll's, er ist ja selber ein Plünderer oder wie er es nennt, der Beschaffer von Schätzen und bestimmten Gegenständen, die durch seinen Auftraggeber gewünscht wurden. Ein grüner Apfel, leeres Fass. Hoppadam, Quatsch. Oh, Eri. Ich brauche ganz viel Eri. Das kann ich dann verkaufen. Oder ehrlich gesagt, ich kann damit handeln, weil das hier die Währung ist. Wir zahlen ja nicht mit Groschen. Na, wir bezahlen mit Groschen. Wir bezahlen mit Erz. Oh, Katzen. Spinnen. Ja, halt irgendeine Katzenepisode, glaube ich. Wo ist die zweite? Da ist mehr. Kommt herbei und hebt die Schwerter. Wir vollenden diesen Kerker. Morgen früh kommen wir hier raus. Und das alles ohne Maus. Was auch immer das sein soll. Na 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 na. Und da ist ein Nebensymbol. Ich meine natürlich ein anderes Symbol. Bin auf dem Weg in die Hauptstadt des Landes. Auf dem Weg in die Hauptstadt des Landes. Bin auf dem Weg in die Hauptstadt des Landes. Und meine Freunde, hier ist kein Bett. Oh yeah, geh ich halt wieder raus in die Hauptstadt. Und Jesper, du kommst bitte wieder mit. Oh, nee, du nicht. Na komm. Fifi, komm Fifi. Bist ein feiner Fifi, ich hab ein Leckerchen für dich. Na komm. Komm her. Jesper? Aha. Deine KI braucht immer ein bisschen, oder? Ich glaube, das ist eine lange Leitung dafür, dass du ein Adliger bist. Eine ziemlich lange Leitung. Aber irgendwie halten sich die Ladezeiten gerade in Grenzen. Also ich habe schon Schlimmeres erlebt, ehrlich gesagt. Und da ich mich am Anfang verlaufen habe, dann mache ich die Episode halt ein bisschen länger. Wir werden auf jeden Fall noch in Ark ankommen, das kann ich euch versprechen. Ich bin ja keiner von diesen YouTubern, die mit dem Weg eine ganze Folge verschwenden. Und dann noch nicht mal ankommen. Dann kannst du. Wem prügelst du dich denn jetzt? Jesper, du schindest gerade Zeit-KI. Bist du so eine Zeitschinder-KI? Das hat sich vor allem noch nicht mehr gelohnt, der ist leer. Ah, Jesper. Muss mal echt deine Prioritäten klären, ja, Junge? Bisschen Prioritäten klären. Oh, Tagebuch. Das stimmt, ja. Ich konnte noch nicht mal beim ersten Mal darüber lachen. Wirklich nicht. Vielleicht, weil er einfach nur ausschließlich im Englischen wirkt. Ich weiß es nicht. Komm, jetzt mal, wir gehen weiter. Es ist kalt, es ist dunkel. Wir gehen an einem gefrorenen Wasserfall entlang. Mal gucken, ob du einbrichst. Nee, zum Glück nicht. Oh, ja. Hey, ihr da. Könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulva frisst sich drüben im Wald die Hocke voll. Während ich Idiot an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen können. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Deshalb sind wir hier.
Ich mache diese Quest, die eine Anspielung auf Enem und Egil aus Gothic 2 ist, nur um einen bestimmten Spruch von dem guten Gefährten hier zu hören. Das lohnt sich nämlich. Die ist richtig befriedigend, dieser Kommentar da. Ach, sagt ihr das? Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nichts anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Bis er wieder trocken ist, bewege ich mich keinen Finger breit von hier. Richtet ihm das aus. Yeah, was macht er da? Kaut der Kaugummi? Ist ekelhaft. Geh weg. Schwingt auf euch auf und hebt die Bitte. Ist dieser Vatyrensohn dann noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Auch der Bauer und der Barde sind sich heute nicht zu schade. Dieser Text war nicht ganz korrekt. Ja, soll ich das? Und sagt ihm mal, dass mich, was er will, so viel interessiert wie die Arschhaare eines nackten Vatyren. Die haben es aber auch mit Vatyren, muss ich schon sagen. Diese armen Wesen, ziegenähnlich, haben auch ein Recht zu leben, Männer. Jetzt reicht's. Haut ihm für mich eine über. Ich halte mich daraus, haut ihm selber eine über. Das werde ich auch. Oliver, jetzt werde ich's dir zeigen. Okay, mit dem Level-Up habe ich noch nicht mal gerechnet. Ich brauche mehr Lebensenergie. Oh Gott. Um das auszuhalten, brauche ich echt mehr Lebensenergie. Was machst du denn da? Och, jetzt backst du schon wieder rum. Schade. Ich weiß nicht, warum es nicht passiert ist, aber aus irgendeinem Grund hat der Jude seinen Spruch nicht gesagt. Eigentlich hätte der in dem Moment, wo der Kumpel da losgerannt ist, sagen müssen, was für Idioten. Willkommen im Enderal, meine Dame. Oder werte Dame, irgendwie sowas. Jetzt backt er wahrscheinlich rum, wenn ich mal mitkommen. Ach. Schade. Schade, ich mochte den Spruch. Ich mochte ihn echt. Komm her, Jesper. Du hast mir nicht den Gefallen getan und ihn gesagt. Ich wollte ihn doch so gerne die Zuschauer hören lassen. Aber nein, ich musste ihn aus meiner Erinnerung transferieren. Du bist echt ein Sorgenkind, weißt du das? Ich muss dir vielleicht ein bisschen mehr Leckerli geben. Dann wirst du ein bisschen backfreier. Oder ich muss sie einfach zum Entlausen. Hallo, Säbelzahntiger. Alter. Wenn man Skyrim auf Legendär spielt, dann lernt man diese Viecher zu respektieren, Leute. Ich spiele Skyrim von Anfang an nur auf Legendär. Teilweise ist das echt nicht feierlich. Aber es macht irgendwie Spaß. Hallo. Mhm. Oh nein, ich wollte doch dein Foto nehmen. Dann halt nicht. Jesper, was machst du da? Was machst du da? So, okay. Wo sind wir hier? Ich erkenne nichts wieder. Oh doch, da vorne sind die Türme, die er lustigerweise mit mir ausräumt. Hallo, Banditen. Wehe, Jesper. Du kommst nochmal auf die Idee, dich da irgendwo die Klippe runterzustürzen. Ja? Mhm.
Augen Dietrich, die habt ihr gut dabei. Jesper? Ja, natürlich. Ja. Einmal in die Ecke. Warum die Frauen eigentlich leider so Männer stimmen? Sofort ausrauben, bevor die verschwinden. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Dann waren ganz viele schon weg. Was denn alles? Ja, komm schon! Macht es dir nicht so einfach! Ich weiß nicht, dass jemand auf mit dem Bogen auf mich schießt. Habt ihr nicht auf? Das wirst du bereuen! Also, jetzt sind die natürlich verschwunden. Oh, Moment. Nee, den mach ich nicht. Hallo. So, und an der Stelle schmeißt der Typ sich gerne selber runter. Ist das alles? Sollte die vielleicht in eine andere Richtung schlagen oder so. Natürlich. Die 8 Groschen ist mir das nicht wert. Ganz ehrlich, die lasse ich dann da liegen. Später noch lesen. Kürbisse? Natürlich nicht nehmbar. Wie immer. Wie immer. Das, was man nehmen will, das kriegt man nicht. Leute, das kriegt man einfach nicht. Oh, Salz würde ich haben. Ich sollte mir vielleicht ein paar schöne Tränke brauen. Das ist alles, was ich zurzeit herstellen kann. Und jetzt benutze ich mal dieses Bett. Ich weiß, er ist bei mir, aber scheiß drauf. Mindestens mal 4 Stunden. Aber wenigstens gerade Sonnenaufgang, wenn wir Ark erreichen. Oh, hallo Truhe. Ich möchte dich gerne mit ein paar Dietrichen bekannt machen, wenn du nichts dagegen hast. Die sind ein bisschen schüchtern, weißt du? Weil nicht gern so schnell überall reingesteckt werden. Ne? Zwicker, zwicker. Oh, Geld, Geld, Geld. Wo ist es? Da ist es. Jesper? Hast du den schon umgebracht? Ach nee, das ist ein Haufen Bücher. Ich dachte schon, das wäre eine Leiche. Schade. Keine Leiche für mich heute. Okay, jetzt kommt die Stelle, wo er sich gerne aufhängt. Wirklich, ja. Nehme ich mit. Was ist das? Achso, nein. Wobei, kurz lesen. Okay, das ist die Stelle. Ich hatte sich bei meinem letzten Mal richtig aufgehängt. Erstmal kommst du wieder mit? Danke. Gut, man darf nicht zu weit da reingehen, das ist ein Problem. Komm her. Ne? Zweiter Turm. Ich hätte sie aufgehängt. Ach nee, okay, ist alles in Ordnung. Jesper ist auch da, in dem Moment, wo ich gespeichert habe. Das ist alles super. Da können wir doch mitarbeiten, ne, Leute? Ja, nee, er kommt. Seid willkommen, ihr hohen Zecher. Kommt heran und leert die Becher. 15 Mal soll es geschehen. Und wir fangen an zu zählen. Einmal für der Freude wegen. Zweimal für den Namen Segen. Dreimal für die armen Seelen. Denen die Moneten.
stehlen und es trinken Hirtenbauern, die sonst auf dem Land versauern. Händler, Schmied und auf der Wart sind sich heute nicht schade. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Ja, wobei so schlecht ist das echt gar nicht erstmal. Muss ich ehrlich sagen, also die singt's gut. Ich beschwere mich nicht. Ja, manchmal irgendwie mit E geschrieben wird und nicht mit A. Keine Ahnung warum. Bleibst du wohl hier? Es war noch nicht so schwer. Aha, ein Fasan. Endlich. Ich weiß gerade nicht, ob ich richtig laufe. Ich hoffe es einfach mal. Lager mit Kiste. Das wird noch aufgemacht, Leute. Das wird noch aufgemacht. Moment mal, da war noch Eisenerz. Ja, damit. Was? Was machst du da so, Jesper? Naja, was soll's. Gehen wir weiter nach A. Baust du gerade ernsthaft selber das Zeug ab? Mhm. Oder habe ich mich da gerade verhört? Komm her, Jesper. Ich bin wieder auf dem Weg. Auf dem Weg in die Hauptstadt des Landes. Auf dem Weg in die Hauptstadt des Landes. Bin auf dem Weg in die Hauptstadt des Landes. Dort, lieber Jester. Ist das Jester? Das habe ich Jester gesagt. Der soll endlich mal kommen. Ach, feiner Junge. Also seit dem letzten Update hat er echt KBI-Bugs. Beim ersten Durchgang ist das nie passiert. Hat er schön immer mitgemacht. Möchte ich laufen, überall hingegangen. Aber jetzt hängt er sich ständig irgendwo auf. Ständig. Furchtbar. Fix that, please. 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 Das Häschen lasse ich mal in Ruhe. Das kann ich auch später noch abschlachten. Ich! Mhm. Komm. Jetzt mal macht das viel einfacher. Macht das Ganze viel einfacher. Okay, Weinkeule. Lecker, lecker, lecker. Aber warum kriegt man eigentlich kein Wildbret? Finde ich ein bisschen komisch. Hallo Fasan. Mhm. Habe ich dich erwischt? Ja. Ey, das war ein verzögertes Kreischen, ey. Muss ich doch schon mal sagen. Ganz offensichtlich, da vorne liegt Ark. Und dort liegt einiges im Argen. Argen. Ark. Versteht ihr? Lecker. So. Hallo Schwein. Ah, ja. Da ist sie. Ark. Majestätisch, nicht wahr? Vielleicht. Madame. Mit? Also, das war die Wache da. Also nichts ist so majestätisch wie du und dein Lächeln. Seht euch das mal an, ihr Leute. Der lächelt. Mua. Ey. Ja, ich wollte ihn nicht anmachen. Das sah so nur so aus. Madame. Das sah nur so aus. Ich habe solchen Hunger. Später. Hm? Hm? Ah, Questtor entdeckt. So, gehen wir mal hinein in die gute Stube. Herz
herzlich willkommen in Köln. Ark, meinte ich natürlich. Sodala, herzlich willkommen in Ark. Ich habe noch ein wenig zu tun und würde sagen, du kommst einfach zum Marktplatz, wenn du weiter zu Großmeister Theolor Arantheal und seinen Magiern willst. What? Theolor Arantheal? Eingebuchtet von seinem eigenen Sohn Narazul, ja. Aber vor 2,5 Jahren ist er hier wieder aufgetaucht. In Begleitung einer Handvoll Magier, die an der Seite seines Sohnes gekämpft haben. Ulkig, ich weiß. Aber so war es. Nur, dass ich das verstehe. Der Großmeister des Götterordens vor 2,5 Jahren hier, kam hierher zurück. Moment mal. Das kam war ein bisschen vorher. In Begleitung seiner ehemaligen Erzfeinde? Richtig. Aber irgendetwas ist wohl geschehen, dass sie nun mit den ehemaligen Beschützern der Lichtgeborenen gemeinsame Sache machen. Und deshalb sind sie auch hierher zurück, wo der Orden seinen Ursprung hat. Du kannst dir vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Viele Ordenshüter haben protestiert, manche wollten die Magier gleich köpfen lassen. Aber am Ende hat sich Arantheal durchgesetzt. Gefangenschaft hin oder her. Der Mann hat sein altes Charisma nicht verloren. Das heißt also, Narazul Arantheals Gefolge lebten unter einem Dach mit den Ordenshütern auf Geheiß des Großmeisters. Das ist skurril. Zumindest ist meinem Charakter das irgendwie skurril. Wem sagst du das? Aber es heißt, dass diese Zusammenarbeit viel mit dem roten Wahnsinn zu tun hat. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Überhaupt nicht die gleiche Frage wie in Gothic 2, die man NPCs stellen kann, um sich in Kurilis zurechtzufinden. Nein. Gar nicht. Überhaupt nicht. Natürlich, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Verzeih. Ark teilt sich in 5 Distrikte auf, den Hafen mal ausgelassen. Das Fremdenviertel gleich hinter dem Tor hier, den Marktplatz, das Südviertel, das Adelsviertel und das Kasernenviertel, beziehungsweise der Friedhof. Ich schätze, für dich ist erstmal der Marktplatz am interessantesten. Dort findest du Nahrungsmittel, Waffen, Rüstungen und Gemischtwaren. Für Alchemie und Magie gehst du dann am besten ins Adelsviertel. Dort gibt es auch das Theater und das Badehaus, falls du dich etwas entspannen willst. Und die Groschen dafür hast. Den Sonnentempel kann man ja schwer übersehen. Normale Bürger dürfen ihn nicht betreten und von dort oben aus regiert der Heilige Orden das Land. Du aber wirst ihn schon bald von innen sehen, wenn mein Plan aufgeht. Tja, und dann wäre da noch die Unterstadt. Die Unterstadt klingt nach keinem schönen Ort, oder beziehungsweise dem Teil der Stadt Korinis in Gothic 2, wo die ganzen Handwerker leben. Also ich finde das Hafenviertel in Korinis schlimmer als die Unterstadt, ehrlich gesagt. Ist es auch nicht. Sie ist ein Höhlensystem, direkt unter unseren Füßen. Dort leben die Armen, die Kranken, die Huren und alle anderen, die der Orden ungern auf den sauberen Straßen der Oberstadt sieht. Kein Ort, den ich dir zu besichtigen empfehle. Es sei denn, du suchst nach zwielichtigen Dingen. Ich glaube, ich finde mich zurecht. Dann bis nachher. Bis nachher. Oh, jetzt lächelt er mich wieder an. Oh Gott. Leute, wenn ihr jemals ein Mädchen haben wollt, lächeln. Einfach ganz lieb lächeln. Das kommt richtig gut an. Den Typen könnte ich jetzt ansprechen. Tue ich nicht. Ich begleite euch nämlich jetzt noch zum Marktplatz. Madame. Und von dort aus gibt es erstmal wieder eine kleine Trainingssession für mich. Ich werde wieder die Kopfgeldaufträge nutzen, um mich ein bisschen zu skillen. Ihr da. Und wir sehen uns. Warum schaut ihr mich so dämlich an? Hm? Wollt ihr Stress? Hm? Nein. Ich bin auch nicht lesbisch und möchte auch nicht deine Dame an. Ach, was soll's. Naja, Trainingssession, wie gesagt. Ich speichere mal lieber ab, bevor ich durch diese Tür gehe. Es kann sein, dass es abstürzt. Hier in Ark ist es ein bisschen überladen mit Details. Deswegen, das verträgt nicht jeder PC. Leider. Dabei ist der noch gar nicht mal so alt. Der ist noch nicht mal so alt. Der ist genau dann rausgekommen, als Skyrim rausgekommen ist. Eigentlich müsste das klappen. Naja, was soll's. Dann muss ich halt ein bisschen weniger Grafik haben. Bisschen. Ach ja, und an den Ladebildschirm habe ich mich schon lange gewöhnt. Dass da unten noch so ein großes Ding frei ist, das ist, ja. Die Textur ist wahrscheinlich für andere Bildschirme gemacht worden als für meine. Vielleicht könnte es in einem neuen Patch nachgeliefert werden, dass das Ding sich über den kompletten Bildschirm erstreckt und nicht nur über einen Teil davon. Vielleicht ist meine Auflösung auch einfach zu speziell für euch, ich weiß nicht.
Wäre aber nett, wenn das gefixt werden könnte. Ist nur so eine Andeutung. Oder ein Angebot. Vorschlag. Vorschlag war das, genau. Vorschlag. Dum, dum. Überhaupt nicht Musik aus Nerim. Heldenhaft den Marktplatz entdeckt. Ich glaub's ja nicht. Schwarzes Brett. Ja. Ja, Leute. Kopfgeldauftrag suchen. Meine Meinung. Den annehmen. Wegelose Bertulus der Schlitzer. Aha. Ja, keine Ahnung. Sehr gut. Mit diesem Auftrag verlasse ich euch doch mal. Danke fürs Zusehen, auch bei diesem längeren Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Ja, ich weiß, ich bin so toll gerade. Nein, Quatsch. Ja. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.